11 Jahre musste man warten, bis Dennis Lehane endlich wieder etwas aus seiner kleinen Serie um Gennaro und Kenzie geschrieben hat. Jetzt relativ frisch erschienen, Moonlight Mile. Ich schätze ihn sehr. Ich halte ihn für einen der handwerklich besten lebenden US-Autoren in diesem Genre. Dementsprechend habe ich mich auf Moonlight Mile gefreut und zu Recht. Dennis Lehane hat sein Team, also Gennaro Kenzie und das nicht unbedeutende Umfeld, wirklich mit Leben erfüllt in den früheren Romanen, genauso aber mit diesem nach der langen Schreibpause. Das merkt man sofort. Man sieht sie vor sich, man riecht sie, man weiß, wie sie wohnen. Kenzie und Gennaro sind gereift, in Teilen auch ein bisschen ernster geworden, Eltern eben. Und sie merken, dass sie gegen eine Organisation, Stichwort Russenmafia, einfach den Kürzeren ziehen müssen. Das tun sie natürlich nicht gerne. Sie finden natürlich einen Weg, trotzdem gegen anzugehen. Das ist für einen Roman mit Figuren, ist das glaubwürdig gelungen und zeigt einfach, was für ein Stilist Lehane ist. Er kann das, er kann Figuren auch altern lassen. Ist einfach cool. Moonlight Mile ist wie alle Romane von Dennis Lehane. Schneller Einstieg, Tempo, zack, lebendige Dialoge, filmreif, ohne den ganzen Drehbuchschrott zu haben. Ich schätze das an ihm, wie auch zumindest ein paar tausend Fans in Deutschland es ja auch tun. Als junger Krimi-Buchhändler hatte ich früher immer einen Traum. Ich wollte Michael Connelly nach Berlin holen. Mit relativ geringem Aufwand, Bestechungsgeld und der Beharrlichkeit von 9 Jahren ist mir das dann gelungen. Als Mittelalter-Krimi-Buchhändler wollte ich gern Don Winslow nach Berlin holen. Das ist mir ebenfalls gelungen. Bleibt eigentlich nur noch Dennis Lehane. Und es gibt keinen Autoren, an dem ich so arbeite, wo ich den Verlag nerve. Ich werde es irgendwann schaffen, hoffentlich noch vor Pollys Rente, weil Dennis Lehane soll Hundefreund sein. Sprich, er kann kein schlechter Mensch sein. Und gemeinsam werden wir das schaffen, ne?